Der ein oder andere Bewohner im Schweriner Zoo sorgt selbst für das eigene Zuhause. Eine gesonderte Baumaßnahme ist deshalb nicht erforderlich. Ganz anders beim König der Tiere. Der Löwe Heinrich ist nicht nur einer der ältesten Zoobewohner, er ist ja ein König. Sein kleines persönliches Apartment müssen Menschen umbauen. Denn schließlich bedarf das Löwengehege seit langem einer Erweiterung. Und die Zweibeiner rücken gerne an, da Wirtschaftsminister Harry Glawe gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin Angelika Gramko waren am Dienstag im Schweriner Zoo zu Besuch. Der neue Kammerdiener des Dschungelkönigs, der Zoodirektor Dr. Tim Schikora, hat die Gäste über die Wünsche und Bedürfnisse seiner Majestät aufgeklärt. Die alte Anlage ist nach aktuellen Standards zu klein geworden. Das heißt, wir werden die Anlage umverlegen und viel mehr Fläche bieten. Das Haus soll natürlich auch für den Besucher attraktiv sein, das heißt viel Licht, viel Atmosphäre, viel Natur bieten. Das kommt dem Besucher, aber natürlich auch den Tieren zugute. Und neben den Löwen hätten wir gerne noch weitere Tierarten mit drin, damit der Besucher eben, auch wenn es regnet, stürmt oder schneit, sich ein bisschen aufhalten kann und ein bisschen Zoo genießen kann. 2400 Tiere in etwa 154 Arten sind im Schweriner Zoo heimisch. Sie vertreten alle Kontinente und alle denkbaren Lebensräume, vom Wasserreich bis zum Reich des Himmels. Der Zoo ist nicht nur eine durchaus aktive wissenschaftliche Station, er ist ein starker Tourismusmagnet und ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor für die Landeshauptstadt. Seit 1992 wird der Zoo mit Fördermitteln vom Wirtschaftsministerium unterstützt. Rund 5 Millionen Euro sind bisher geflossen, 1,6 Millionen kamen von der Stadt. Ja, da haben wir EFRA-Mittel von der EU, wenn wir einsetzen, 90% haben wir vor, den Zoo hier zu fördern. Und die Stadt muss 10% der Eigenanteile dann aufbringen, sodass dann im nächsten Jahr Baubeginn sein kann und die Fertigstellung ist für 2017 geplant. Das Baumhaus ist das jüngste Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. Es sind rund 40 Quadratmeter Wohnfläche für 6 Personen, ein kleines und feines Hotelzimmer. Doch vor allem geht es hier um den Wohnbedarf der Tiere. Für die neue Löwenanlage wird in der Stadt auch kräftig gespendet. Zum Beispiel bei der Aktion Leomanie im Schlossparkcenter bekam der Heinrich-Prototyp ein schickes handgestricktes Outfit. Dieses samt Figur soll versteigert werden. Der Erlös kommt dem echten König Heinrich zugute. Allerdings wird die meiste Hoffnung doch auf das Wirtschaftsministerium gesetzt. Es geht darum, dass wir die Attraktion Zoo weiterentwickeln, vor allen Dingen auch, um sie für Touristinnen und Touristen weiter aufzuschließen. Wir liegen zwischen Hamburg und Rostock. Lübeck musste sich von dem Zoo verabschieden. Das heißt, es gibt Potenziale, noch mehr Touristinnen und Touristen in unseren Zoo zu locken und sie zum Wiederkommen zu bewegen. Dafür muss die Attraktivität erhöht werden. Der alte König darf seine Ruhe auch weiterhin genießen. Um den Rest kümmern sich die Menschenkinder. Und wer seine Autarkie unbedingt haben möchte, der darf sie natürlich auch haben.